Willkommen! Good morning in the morning, hallo. Erste Frage direkt, wieso hältst du das Mikrofon fest? Es rauscht sonst an meinem Pulli. Wer bist du? Ich bin Jorina und ich bin hier bei Primo für das Backoffice zuständig. Wenn du eine Schraube wärst, welche wärst du und warum? Ich glaube, ich wäre so ein Mix aus Schnellbauschraube und Tellerkopfschraube meine ich, weil ich stecke nie den Sand in den Kopf, weißt du, ja. Wenn ein Kunde anruft und ein Problem hat, genauso wie bei den Tellerkopfschrauben auch, der Kopf bleibt halt da, wo er ist. Und die Schnellbauschrauben ist, weil ich in meinem Job oder in meiner Position schnell reagieren muss, wenn ein Kunde anruft. Top. Was war die beste Serie, die du je gesehen hast? Game of Thrones war sehr gut. Vielleicht auch, weil es die einzige war, die ich je komplett zu Ende geguckt habe. Lieblingssong, den du auf der Arbeit hörst? Meine Arbeitskollegin und ich, also wir im Backoffice, wir haben so ein Lied. Ich glaube, das ist mein Lieblingslied. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt vorsingen möchte oder nicht. Puff out your chest, take a deep breath, you're gonna be okay. Is it loud in your mind? Just take your time, you're gonna be okay. Und das geht halt immer so weiter. Und wenn wir in einer Stresssituation sind, dann singen wir das. Bei welchem Song stürmst du die Tanzfläche? Puff out your chest. Darf ich sagen, bei allen? Also, ich stürme immer die Tanzfläche, wenn ich kann. Also, wenn ein Lied läuft und es ist gut, dann habe ich, glaube ich, die erste, die da drauf ist. Kannst du das vormachen, wie du die Tanzfläche stürmst? Ich könnte es, aber ich habe so Knieprobleme. Ich habe so keinen Arm und das tut weh. Glaube ich dir sofort. Ja. Welche Gefühle löst in dir dieses Wort aus? Pizza Hawaii. Ekel. Also, wer Pizza mit Ananas drauf isst, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Eindeutig. Was würdest du tun, wenn du für einen Tag Patrick wärst? Ich glaube, ich würde richtig coole Animationen in den Webshop hauen und die Preise im Webshop runter machen und Rabatte verschenken und so. Das Lustigste, was du je bei Primo24 erlebt hast? Ich würde schon sagen, die Tage mit Jana zusammen im Büro sind eigentlich immer witzig. Jeder Tag. Findest du eher auf Spaghetti Bolognese Wraps oder auf Sonnenblumenkerne verzichten? Oh, ich glaube eher auf Sonnenblumenkerne. Spaghetti Bolognese Wraps sind so, die sind schon Schmackofatz, ja, die sind schon lecker. Was würdest du in deinem Büro ändern? Die Farbe. Achso. Also die Wandfarbe. Ich mag dieses Eierschalengelb nicht. Und ein Aquarium fände ich geil. Mit so Fischis drin, aber keine echten. Weil da muss ich mich drum kümmern und das kann ich nicht. Was machst du, wenn du mal nicht arbeitest? Arbeiten. Ich kann nicht ohne arbeiten. Also Urlaub nehmen ist schon eine Qual. Also selbst wenn ich hier bei Primo nicht arbeite, dann arbeite ich nebenbei noch. Würdest du dich als Workaholic bezeichnen? Nee. Ja, doch schon. Mir macht Arbeiten halt viel Spaß und dann geht man gerne hin. Also falls noch jemand Urlaubstage braucht, ich habe noch welche abzugeben. Ja, ich. Welches Produkt von Primo24 würdest du deiner besten Freundin schenken? Upsi. Ist leider kein offizielles Produkt, aber ich finde diesen Pistolensenf, diesen Kartuschensenf schon sehr witzig als Pfannengeschenk oder einfach ein Gutschein, dass die sich das selber aussuchen können. Okay, okay. Bin ich erlöst? Ja. Okay, cool. Willst du dich noch verabschieden? Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Anruf oder hören uns. Tschüssi.